Was ein Schlamassel ist uns denn da passiert, Herr Eitatsch? In der letzten Folge bist du abgehauen, wolltest irgendwie dein Campfire saven. Ja. Und hat das Schicksal, glaube ich, ein bisschen zu sehr herausgefordert. Denn wir haben in der letzten Folge inzwischen auch Nummer 2 verloren. Beziehungsweise nicht in der letzten Folge, wir haben ihn quasi in der Aufnahmepause verloren, weil ich einfach nur kurz sein Zeug holen wollte. Und in dem Moment einfach kam so ein riesen Sarko-Viech da, diese riesen Krokodile da. Kam da raus. Das war nicht sehr gut für uns. So, haben wir unser Karma zu viel herausgefordert. Jo. Ging mächtig in die Hose. Da hinten ist ein Gigantopithecus, dieser riesen Menschenaffen. Der hat ein Kanu fertig gemacht. Kann man mal so machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem... Hier mal kurz das Gamma angepasst. Wie das mit dem Level aussah. Aber ein Gigantopithecus, der ein Kanu fertig... Uiuiui, muss ich einen coolen Schluck auf. Entschuldigung. Der ein Kanu fertig macht. Mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Drauf haben. Ja. Das heißt, für Eitatsch und ich... Für Eitatsch und ich... Gott, ist das gutes Deutsch. Sehr gut. Für Eitatsch und mich... Oh, da hinten ist ein Raptor, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das siehst du richtig, ja. Ein Raptor wäre noch interessant, ne? Komm, auf. Sollen wir es riskieren? Ja, komm. Komm, wir versuchen es. Ich bin gespannt. Wenn wir ihn töten. Hast du einen Slingshot? Nein, natürlich nicht. Warte mal, was brauche ich denn dafür? Was brauche ich dafür? Ich brauche noch 5 Wood. Warte, das kann ich besorgen. Du musst mir übrigens eine craften. Ja. Habe ich. Hast du Steine? Ja. Wie viele? 9. Respekt. Danke. Cool. Warte mal, wir müssen fit auf den Beinen sein. Jetzt mache ich mir eine Torch, ey. Mein Gott. Ich wollte keine Torch. Läuft bei dir. So. Ich habe 45 Schuss, aber mein Slingshot ist fast kaputt. Wir müssen ein bisschen vor dem Raptor aufpassen. Wenn wir den catchen... Das wär's. Das wäre schon enorm geil. Ich brauche nochmal 2 Wood. Ja. Der bettelt sich da hinten auch relativ fleißig, aber das Problem ist, der bettelt sich gerade mit was Großen. Ist ja kein Problem. Mit der Schildkröte. Die wird er wahrscheinlich nicht knacken. Das sollten wir uns ein bisschen beeilen. Also ich habe jetzt 29 Schuss, Feuer. Und ich habe 45. Let's do this shit. Where is he? Come on! Boah, ich glaube, der ist irgendwo da hinten. Guck, da sind sie. Oh ja. Warte mal. Lass ihn austoben. Jetzt ist er tot. Der Schildkrötenvieh. Okay, let's do this. Ja, komm schon. Oh fuck. Oh fuck, das schaffen wir nicht. Scheiße, ich bin tot. Nicht schon wieder. Ich bin tot. Oh Gott! Scheiße! Ja! Stirb, du blödes Viech! Ich krieg nix! Ey, gib mir die richtige Waffe! Oh, fuck it up! Bist du tot? Ja, natürlich. Alter Verwalter, wie hat der mich denn nass gemacht? Nicht nur dich. Süd 3 ist das. Alter, da will ich gar nicht hin, glaube ich. Viel zu gefährlich. Ei. Oh, ich muss jetzt wieder rüberschwimmen. Na, musst du wieder rüberschwimmen? Ja. Das ist doof. Weiß ja nicht, wo du jetzt gespawnt bist. Ich wollte jetzt eigentlich mal ausprobieren, Südzone 1 zu starten. Macht vielleicht jetzt momentan eher wenig Sinn. Wir müssen, glaube ich, unsere Sachen versuchen zurückzuholen. Ich glaube nicht, dass uns das gelingt. Ich werde es probieren. Okay, let's try it. Alter, dieses Flackern. Blablabla. Dodos! Ich will mich umschauen. Wo bin ich? Oh, ich muss auch rüberschwimmen. Ich seh dich da hinten, ne? Das Piranha verfolgt. Ja. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht in dem Fall mehr Sinn macht, einfach von vorne anzufangen. In einer ganz anderen Location. Wow, laggy. Frame Drops. Bist du dabei? Weil der Witz ist, der Raptor ist jetzt auch da vorne. Okay, ich versuch's mal so. Natürlich nur nicht. Nein, Piranha schwimmt direkt auf mich zu. Wo er mich gekillt hat. Stirb! Ich bin tot.
Geil. Ein Mega-Piranha hat mich erwischt. Alter, komm, vergiss es. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, ganz ehrlich. Ich hab meine Leiche nicht. Aber meine da vielleicht. Wie sieht's aus? Komm, sag an. Ich muss mich entscheiden, wo ich spawnen möchte. Spawn auf Süd 3. Warum denn? Da ist ein Affe. Aber nicht Judy. Na toll. Ich bin wieder gespawnt und wahrscheinlich wieder auf derselben Fläche. Derselben Fleck. Albino-Affe. Oh. Hä, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Och, genau dieselbe Stelle. Ja, das ist leider nicht random. Naja, mehr oder weniger schon. Ja, naja, eher weniger als mehr. Ich laufe mal ein bisschen in die Ecke, wo nicht so viel Wasser ist. Das ist das gefährlich hier. Oh cool, hier kann ich durchlaufen, wie praktisch. Schnell durchgerannt. Bam. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du meine Leiche gefunden? Ich habe noch gar keine Leiche gefunden. Dann bist du schlecht. Da ist der Dilo. Noch ein Dilo. Ein Gigantopithecus. Und da hinten sehe ich, glaube ich, dich rumrennen. Ja. Wobei ich fast glaube, dass der Raptor unsere Leichen gefressen hat. Hier ist ein Dilophosaurus tot. Das war ich, nicht? Da unten ist meine Leiche, direkt vor dem Dilo. Nein. Scheiße. Eitouch, hast du irgendwas? Wie, habe ich irgendwas? Um den Dilo zu töten. Gar nichts. Warte. Scheiße, der Gigantopithecus ist natürlich auch genau dort. Ey, als würden die meine Leiche bewachen wollen. Oh Gott. Sie betteln sich. Vielleicht ist das ja so ein Ritus. Mhm. Ja. Ich würde ja mal interessieren, wo meine Leiche rumliegt. Lass mich in Ruhe. Ah, jetzt habe ich ja was. Bam. Nee, ach verdammt. Hast du meine Leiche gesehen? Ich habe vor allem jetzt meine Sachen aufgenommen, zum Glück. Puh, Glück gehabt. More or less. Bap. Ja, less als more. Bap. Oh, hat er mich Gigantopithecus im Anmarsch und ich crafte. Boah. Irgendwo hier hinten muss das gewesen sein. Ja, es muss weiter hinten gewesen sein. Nee, nicht weiter hinten, weiter hier bei mir. Aber du hattest eh nicht viel dabei. Ja, aber so ein bisschen was halt. Na, eigentlich hattest du ja nichts, sei ehrlich. Was willst du groß dabei gehabt haben? Oder bist du? Ich weiß, ich stand da oben auf dem Felsen. Und dann hat der Viech einen riesen Satz gemacht. Ah, hier bist du doch. Wo? Hier, dreh dich um. Ach, lieber Herrgott. Muss halt mal die Augen aufmachen, Herr Kollege. Wo denn? Direkt hinter mir. Oh Gott. Wahrhaftig, ich hab voll übersehen. Ja, kleines bisschen, ne? Ja. Mann, Herr Eitouch, also das ist ja mal hier... Bin ich ein Held. Das läuft ja mal gar nicht so bei dir, hä? Nee, heute irgendwie nicht. Na, ganz generell eigentlich. Level 10. Level 9 bin ich. Was bekomme ich in Level 10? Narkos. Ein Fernglas. Ach, ist so schön, wenn man seine Sachen wieder kriegt. Level 10. Was ist das denn? Level 10. Alter, wie viele Sachen man Level 10 bekommt. Und dann erst wieder Level 15. Mein Gott, wir müssen Level 15 erreichen für so einen Scheiß. Bada bing, bada bong. Na komm, weißt du was? So, jetzt können wir los. Ja. Ich habe eine Idee. Bitte. Da hinten kommen wir nicht durch. Da ist ein Spino und ganz viel Großes, also richtig großes Zeugs. Ja. Wo wir jetzt ursprünglich eigentlich lang wollten. Lass uns jetzt doch wieder dummerweise den Weg zurückgehen, wo wir das Campfire da hinten hatten. Ja, okay. Das da hinten kommen wir nicht durch. Du siehst, wir sind einmal umgedreht und gefühlt 10-mal gestorben. Apropos, du könntest noch das Fleisch rausknabbern. Popo? Was für ein Popo? Du könntest noch das Fleisch aus deiner Leiche knabbern. Ja, geh da weg. Okay. Wie geil der schwarze Mann da in seiner weißen Unterhose liegt. Gib mir dein Fleisch. Bam. 10 Fleisch rausgeholt. Geil. Noch kurz hier Nahrung rauskloppen. So. Bist du bereit? Dann gehen wir jetzt weiter.
Macht ja keinen Sinn. Ich würde sagen, wir attackieren jetzt so ein Schildkrötenvieh und hoffen, dass wir sterben. Finde ich, ist eine hervorragende Idee. Nicht. Pause. Nicht. Nicht. Dann gucken wir mal, dass wir von dort aus ein bisschen safer ins Landesinnere kommen, denn da möchte ich eigentlich hin. Du hast mir gar nicht zugehört. Bitte? Frauen haben gleich das Gehirn wie Mann. Nicht. Was ist ein Nichtwitz? Ein Nichtwitz. Ja, schön Augen auf, ne? Wir machen eine Sexy Time mit ihnen. Was ist denn das Zeug für ein Level da? Bestimmt nur Level 2. Ist mir egal, wir brauchen irgendwas zum Tragen. Wir brauchen irgendwas zum Tragen. Level up. Level 29. Alter, das wäre doch mal wirklich was damit könnte hilfreiches, man oder? Kommst du her? So. Ja, wir ziehen es gleich in dieselbe Richtung mit. Yes. Okay, fertig? Jo. Oh nein, dehydrated. Scheiße. Oh, das kann ich nicht wahr sein jetzt. Ich habe im Vorbeirennen getrunken. Lauf, iTouch! Alter, komm her! Das dauert ein bisschen länger. Natürlich, das ist höheres Level. Hilfe! Wow! Rennen! Wir müssen nur auch kurz aufpassen, dass wir nicht in irgendwelche ganz gefährlichen Viecher kommen. Alter! Und da fliegt er! Hilfe! Oh, noch ein Schlag. Doppelt viele halte ich jetzt nicht mehr aus. Ja, du musst mal rechtzeitig wegrennen. Ja, ja. Wow. Lass ihn doch mal ein bisschen in die andere Richtung hetzen, wo wir jetzt herkamen, weil da hinten sind uns die los. Das wäre nicht so so angenehm. Oh, ich habe keine Steine mehr. Ich weiß es nicht. I got it. Wow, Level 29. Yes, baby. That is awesome. Hast du Bieren? Na klar. Ich hab nur Narkos. Ich hab beides. Level 29. Oh, und wieder im Männlichen. Das ist unsere Nummer 3. Alter, wir haben... Oh, ich hab Level 10 jetzt. 4 Folgen ungefähr und Level 3. Was soll ich Und unser drittes Strike in der kurzen Zeit. Den nehmen wir jetzt nochmal. Aber wir brauchen sowas, das uns ein bisschen auch... so ein Damage-Dealer. Sag mal, was soll ich denn lernen? Was bist du? Level 10, ne? Ja. Du, ich habe absolut keinen blassen Schimmer, um echt zu sein. Es ist nichts Feines dabei. Muss ich mal eine Waffe oder so wäre halt ganz geil, aber ja, macht keinen Sinn. Dann spar dir die Punkte. Flare-Gun könnte ich übrigens machen. Ja, macht keinen großen Sinn. Sun Irrigation Pipe. In der Regel wissen wir ja, wo wir sind, außer einer rennt weg. So wie aber dann... Ich? Wer wollte denn unbedingt als erstes in die Richtung und stirbt und reißt alle mit in den Tod? Aber es war die richtige Richtung. Prima Daumen. So, der ist auch bald durch, das ist gut. Wenn wir das nochmal schön ausrichten. Schön alles nochmal sammeln. La 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 la. Yeah! Aim the trike. Und du bist... Nummer 3. Oh Mann. Wenn das so weitergeht... Schalt. Wir haben einen Strike-Verbrauch. Schrecklich, ne? Richtig. Der bist du, worauf der sich bei uns einlässt. Es ist ein Job mit Zukunftsgarantie. Eieiei. Frage ist immer nur, in welche Zukunft? Hey, für unsere schon, aber für seine? Ja. Ja, nicht. Kritisch. Aber der ist jetzt mal richtig High-Level. Die anderen waren immer so Level 6, Level 9 oder sowas. Ja, der ist jetzt mal Level 43 hat er jetzt bekommen. Alter, der kann richtig. Der kann auch mal austeilen, weißt du? Der hat's richtig drauf, der Dicke. Der Dicke? Der hat die dicksten Hörner. Das ist irgendwie schon ein bisschen fies von dir. Ne? So, Kiten, Keratin, Charke. Ich habe sogar Fleisch. Also ich habe inzwischen 4 Brillen. Super, herzlichen Glückwunsch. Finde ich auch, danke. So, wo bist denn du? Weg. Das habe ich mir gedacht, deswegen frage ich ja. Ich bin direkt am Wasser hier. Das ist nicht gut. Falls es jemanden interessiert. Ah, ich sehe dich.
Immer gut. Lock bloß die großen Viecher an. Ich will doch nur Wasser holen. Oh, trinken, trinken, trinken. Na, Nummer 3. Es ist so falsch. So, kommst du mit? Wir gehen weiter, würde ich sagen. Kann ja mal den Dilo da vorne platt machen. Würde ich sagen. Zu zweit? Zu dritt. Jetzt von hinten. Voll in den Hintern. Oder auch nicht, hä? Hab ich angespritzt. Ist ja ekelhaft. Und harvesten, harvesten, harvesten. Na, Nummer 3. Wie geht's? Health baut er noch auf, das ist okay. Oh, ich muss mal hier richtig hinsetzen. Ey, mir tut der Arsch schon weh. Oh nein. Komm zurück, Kollege. Hast du das erwischt? So gut wie? Ja, yes. Ich seh's. Bam. Mein Speer ist broke. Dein Speer? Mein Speer. Das ist ja ekelhaft. So, ich gehe mal ein paar Schritte weiter. Machen Sie das? Vielleicht steht da. Ist das da hinten ein Gigantor Pitigo? Alter, wie weit die Sicht ist. Mega krass. Ach genau, wie sieht's denn eigentlich mit Sattel aus? Ja. Ach, Fiumia-Sattel. Ab wann ist denn der Trike-Sattel? Ah. Ach, ist der schon Level 10? Nee. Ich glaube, der ist ab Level 15. Das wäre natürlich blöd. Ja, da haben wir noch ein bisschen zu gehen. Deswegen hilft es auch, wenn wir hier jetzt ein bisschen leveln. Wir sollten nur aufpassen, dass wir uns nicht mit den ganz blöden Viechern hier anlegen. Oh, ein Ei. Kann ich lesen, was das ist? Turtle Egg. Das war einfach. Treffen! Aber schwierig. Ja, oh, ich häng fest. Merk's. Was ist denn jetzt los? Schlag ihn zu Tode. Das dauert immer lange, bis man die komplett erlegt hat. Die Parasaurus haben einiges an sich. Das ist wahr. Aber nichts Gutes. Schwach. Ich weiß, ein bisschen schon. Wow, hier wackelt alles. Das war ich. Nicht daneben pieksen. Hier ist so ein Flugosaurus. Ich habe einen Dodo Level 20 getötet. Wie krass ist das denn? Achtung, Gigantopithecus. Hinter dir. Oh. Ich habe ein bisschen Angst, dass die gute Frau da angreift. Ah ne, der Gigantopithecus ist ja relativ friedlich. Außer er wird angegriffen. Was tust du? Ich werde attackiert. Achso. Wow, was ist denn jetzt los? Oh, ich bin tot. Nein, bist du nicht. Doch, ich bin gleich tot. Achtung, Flugsaurier. Ah, ich bin tot. Schon wieder diese Dinophodons. Die sind richtig abartig. Die sind verdammt tricky. Wo ist er denn? Ist gerade im Wasser abgestürzt. Ich habe jetzt mal in Südzone 2 gespawnt, weil es näher ist. Na, ach, ich sehe dich sogar schon. Ach, siehst du? Rechts von mir. Gut, dann ist meine Leiche ja nicht weit. Das kann man durchaus so sagen. Oh, scheiße, ey. Wie oft ich jetzt gestorben bin, das ist ja nicht normal. Also, wenn wir einen Counter hätten, ich sollte mal einen Counter einführen, ey. Ich glaube, jetzt in der Session alleine schon 6-7 Mal. Ja, also die Session sind wir echt gut dabei. Ja, ich meine, du bist auch ein paar Mal gestorben, aber zweimal. Ich weiß, keiner. Zweimal. Also ich hatte 6 oder 7 gute Aktionen. Well, I'm so proud of you. Aber dafür kriegen wir nochmal ein bisschen Fleisch aus dem Weg. Guck dir mal den Trike da hinten an. Was kannst du da gerade? Ah, wobei, ich kann da super schnell hingehen. Ich weiß auch nicht, warum Level die mich jetzt da attackiert haben, dann hier mit so vielen. Und ich konnte mich nicht wehren, also ich habe die gar nicht getroffen. Kann ich dir auch nicht sagen. Warum ist denn das jetzt so neblig? Alter, ich starve. Neblig, ja. Bäm! So, Level up. Was mache ich denn? Was machen wir denn? Stamina, Health. So, ich bin jetzt auch Level 10. Sehr schön. Ichthyosaurus, sind das die Fliegeviecher? Ja. Ernsthaft? Warte cool. mal. Sicher? Warte mal. Welche Saurus? Ichthyosaurus. Nee, die Ichthyosaurus sind was anderes. Ach, das ist ja doof. Wenn ihr aber nicht sagen, was das ist. Warte mal, hab ich Pillar und Leather? Ich mach mal Gamma ein bisschen hoch. Ich hab jetzt Bock auf Gamma. Nee, leider nicht, schade.
Alter, wie krass das hier aussieht gerade. Ja. Weird. Die los. Ist das Gamma gut? Stück? Gamma 3. Bei die los. Alter, das sieht gerade voll falsch aus. Ein Trike. Level? 40. Oh, das wäre interessant, ne? Lass mal die Dilos schnell ausräumen. Ja, ja. Och ne, Nummer 3 da hinten. Uah! So, oh. Weil dann könnte man das andere Track da hinten noch zähmen. Was hältst du denn davon? Ja, den Level 40er. Genau, warte mal. Ja. Ich muss mal hier kurz Level Nummer 43, also Level 43, schon krass. Och, er hängt fest. Er hängt fest? Hier, Nummer 3, Nummer 3. Warum hängt er fest? Wow, 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 wow! Was los? Wurde angespritzt von Dilo. Och, ich hasse das, wenn die Viecher sich in den Bäumen verhängen. Kriegst du es hin? Ja, ja. Wie ich ja gerade auf Stein suche und dann auf einmal. Oh, das Viech kommt aber nicht. Ich habe Angst, dass ich ihn töte. Wenn ich ihn jetzt da freischlage. Du verstehst? Ach so, warte, ich komme gleich mal rüber. Treffe ich ihn? Also der Trike hängt fest, oder was? Nummer 3. Na. Ja, ich treffe ihn. Boah, ist das große Viech da hinten. Soll ich es mal probieren? Jetzt kommt er doch. Nein, nein. Ach, das ist der andere. Mhm. Soll ich mal? Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen das vorsichtig machen, nicht, dass der da tot umfällt. Ich beobachte, hau weiter. Ah, es sieht gut aus. Also, dass das auch der stabilste Baum sein muss, ne? Na, hey, jetzt ist er da oben. Ja, so, komm mit. Oh, jetzt wird's aber wieder ein bisschen arg. Yes, er kann laufen. Ja. Den Trike wollen wir haben, ne? Ja, warte, ich muss aber noch Steine sammeln. Ja, ich muss mal meine Slingshot noch reparieren. Immer schön geschmeidig locker. Passiv. Also, ich habe ihn schon mal auf Passiv gesetzt. Sehr schön. Nicht, dass er eingreift, der Google. Ja, das kann sonst böse enden. Mhm. Slingshot reparieren. Und dann würde ich sagen, bereiten wir den großen Angriff auf... Wow, fuck, was ist los mit mir? Achso, ich brauche was zum Futtern. Bereiten wir den großen Angriff auf Trike Nummer 4 vor. In diesem Sinne, macht's gut, ne? Haut drinne. Ja. Bis zur nächsten Folge. Peace out.